Hallihallöchen Leute, willkommen zurück bei World of Tanks, heute zusammen mit Drake und Magpie. Hi. Hallihallo. Und wir sind gerade unterwegs, da der Drake gerne noch das Super Pershing Event abschließen möchte und dafür noch Japaner und Chinesen fertig fahren muss und wir versuchen ihm da zu helfen. Weswegen ich immer wieder einen 5er und 6er drin setze. Und gerade erschreckend feststellen musste, den einzigen 5er, den ich noch dachte, ich habe, den ich noch nicht fahren muss, habe ich auch schon fertig gehabt. Habe tatsächlich von allen Reihen, die mich interessieren, die 5er eigentlich durch. Ich glaube, bei den Franzosen die TDs, bei den der Wolverine zum Jackson, der M4 zum Jumbo Sherman, das sind so die ich noch nicht freigefahren habe. Ansonsten habe ich tatsächlich außer Arti alle 5er. Ne, ich habe teilweise auch schon die Artis. Also wie gesagt, die nächste Arti, wo ich jetzt brauche oder bald habe, ist FV. Na, den interessiert mich ja immer noch nicht. Ich habe die Hummel, das muss reichen. Der Bishop ist schön. Der Bishop ist lustig. Der Bishop, der hat auch gut Spaß gemacht und dann die Fußhupe. Weil ich die Fußhupe letzter Zeit auch nicht so viel fahre. Ja, FV ist ja Fußhupe. Ja, aber Fußhupe. Ich habe da übrigens die ersten Feinde gefunden. Mhm. Ich auch. Und meine ist stocklila. Was? Was schießt du denn? Auf dem Chiri. Du bist mit dem Chinu mit in die Stadt gefahren. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen riskant, mein Freund. Ja, was willst du machen? Hier unten hinstellen und snipern? Ich würde mich nicht in die mit einem Medium ins Heavy-Gebiet stellen, vor allem mit einem Medium, der keine Panzerung hat. Welche Heavys? Und Arti. Ja, wir haben da nicht viele von, aber trotzdem würde ich da an deiner Stelle bloß nicht hin. Aber ja, Arti ist unheimlich fair und ausgeglichen und hat meinen kleinen Panzer, der sich nichts gegen sie machen konnte, mit einem Schuss rausgenommen. Ja, das ist unheimlich fair. Oh, Drake, das nächste Mal, wenn du nicht die Standardrouten fährst, sag wenigstens vorher Bescheid, damit wir wissen, dass du dahin fährst und gegebenenfalls mitkommen. Werden die nicht mehr angekratzt? Fuck. Es ist halt das, wenn man auf den Siemer schießen will. Ja, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Die haben gerade eine Deckung zerschossen, die feuern auf dich. Zurück, zurück, zurück. Da hättest du nicht mehr vorfahren dürfen. Ich habe auf den Chiri aber schießen wollen. Ja, das ist aber egal. Wenn du dafür Lebenspunkte verlierst, das kannst du dir auf der Tierstufe nicht erlauben. Du solltest generell da jetzt zurück. Du bist der Einzige, der noch vor denen steht. Sieh zu, dass du den Rückwärtsgang erlegst und von da ganz wegkommst. Du musst nicht ganz an der Kante lang fahren, das bremst dich ziemlich aus. Setz ruhig weiter rückwärts und dann jetzt auch wirklich so dass du nicht an der Kante festklebst. Au. Weiter reparieren. Da hättest du schneller reparieren und weiter zurückfahren müssen. Ja, so wird sogar Chance gehabt. Doch, wenn du ich direkt zurückgefahren wärst, dann hättest du da doch wegkommen können und dann von einer späteren Stelle aus nochmal weiter schießen. Mich hat an T-43 ein VK und ein Chiri angeschossen. Also. Ja, die haben aber auch oft genug verschossen. Sie haben dich jetzt nur erwischt, weil du gekettet warst. Hättest du anstatt zu schießen die Kette repariert und sofort Rückwärtsgang gegeben, wärst du da auch wieder weggekommen. Und wie gesagt, ich würde empfehlen, das nächste Mal mit sowas wie dem mit dem Papp-Japaner nicht dahin zu fahren. Du kannst besser unten mitkommen und da auf irgendwas snipern, da sammelst du mehr Schadenspunkte. In der Stadt oder im Heavy-Gebiet echt schwer. Ich habe einen T-43 und einen Chiri wegen angeschossen. Aua, das war meiner. Ja, wenn ich angeschossen, aber wichtig ist halt, dass du über die in den Top 10 bist. Also, dass ich hier nicht viel gemacht habe in der Runde, ist für mich jetzt nicht so wild, weil ich das ja nur fahre, weil du das Ding voll bekommst, aber es ist halt wichtig, dass du konstant lange Schaden machen kannst und dafür halt möglichst lange überlebst. Du die Chance hast, nach oben zu kommen. Deswegen eher die vorsichtigen Positionen hinter den Mediums hernehmen, als irgendwie in die Stadt bei den Heavys, weil wenn man da nur einen Heavy hat und der kackt ab, dann hat man ein Problem. Aber eigentlich müssten sie das ja wohl noch schaffen. Eigentlich, nee. Doch. Panther M10, Tiger und E25 sollten eigentlich in der Lage sein, den VK30 genau da rauszunehmen.
Die kann sich jetzt am Churchill gut tun. In die Plattform. Links ist die Arti aufgegangen. Du hast definitiv die Plattform freigeräumt. Nicht mal angekratzt. Na, Arti bouncen ist auch eine Leistung. Das Problem ist, der Chiri steht da halt auch, ja. Und der schießt ja jetzt auch auf dich. Und ich glaube auch, der hat nicht den Autoloader. Ja. Na ja, gut, dann können wir da schon rausgehen und zu die nächste Runde setzen und dann sehen, was wir davon bekommen. Du hast gesagt, du hast jetzt auch den Chito, oder? Den habe ich auch, ja. Ja, dann setz dich da mal rein. Glaube ich. Du hast mir gerade noch erzählt von wegen deinen schrecklichen Runden, wo du mal in Achter-Matches landest mit deinem Japaner. Das funktioniert, weil du willst den hast. Ach ja. Ja, wieder mal Siemer. Juhu, Freude. Das geht doch. Wir haben auch eine gute Win-Chance, also von daher. Sieh diesmal zu, dass du lange am Leben bleibst, damit du auch dazu kommst, genug Schaden zu machen. Weißt du, was erschreckend ist, wenn du 200, 300 Schaden machst und du bist dann Dritter, Vierter oder Fünfter? Ja, das ist erschreckend. Lass uns mal über die 1er-2er-Linie ganz unten rum. Lass mich vorfahren, damit im Zweifelsfall ich die Schüsse fresse. Ja, ich fahre jetzt erstmal an diesen einen Spotpoint, dass ich da mal rüberballern kann und dann fahre ich weiter runter. Ja, kannst du auch machen, aber dann komm auch rechtzeitig mit hinterher, wenn da nichts ist. Dum, didum, 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 didum. Vor allem das Schlimme war heute, heute hatten wir ein Match, wo Jürgen da in dem Busch saß mit der Hellcat. Jürgen konnte leider nichts aufdecken, was ich überhaupt nicht begriffen habe. Und dann habe ich halt gedacht, naja, da kannst du halt rüberfahren, weil da ist ja keiner. Und ich fahre rum und es gehen fünf Panzer auf. Ja, dann hat Jürgen Scherenfernrohr dabei gehabt? Ja. Okay, dann war das halt echt Pech. Oder eine schlecht ausgebildete Crew. Hast du ein Scherenfernrohr dabei? Nee. Ich habe nämlich leider auch keins mehr. Und damit lohnt es sich auch nicht so, dass du dich da vorne reinstellst. Da kannst du besser hier bleiben und hoffen, dass irgendjemand anderes das aufdecken macht. Lass mich mal rein, ich hab mein Spiegel da aufdecken. Und wir haben Live Oaks übrigens noch gewonnen. Da ist einer. Sehr schön, hat wieder funktioniert. Au, das hat auch funktioniert, dass der mich trifft. Scheiß T49. Deswegen sag ich ja, das muss nicht du da vorne rein, wenn du nicht der will, nicht der aber das Sport hat. Schlimme ist, ich stand hinter einem Busch und hab geschossen. Ja und? Wenn der Busch nicht durchlässig wurde, dann reicht das denn nicht. Fuck, da kommt jetzt auch einiges. T34, Typ T34. Mist. Aha. 12T, das ist nicht so klug für dich. Oh, ich bin abgebrannt. Das ist auch nicht klug für mich. Wir fahren schon weiter. Ich will eigentlich erst den 12T da noch weg haben. Hallo, Su-100Y. Du bist etwas größer als ich. Super. Hallo, Tiger. Ich war auch schon rückwärts gegangen. Hast du Rückwärtsgang? Cool. Gandhi, ich überlasse die Position hier mal dir. Ich habe eh keine Lebenspunkte mehr, um dafür zu riskieren. Irgendwie steht die KV-1S und der Tiger total beschissen. So 100Y, du darfst vorfahren. Ich glaube nicht, dass sie das machen wird, das Ding hat nämlich keine Panzerung. Und da sitzt der fahrende Spieler drin, also er wird nicht zu viel riskieren, wenn es nicht sein muss oder sich nicht lohnt. Komm Typ, fahr vor. Sei doof. Das war eine Su-100Y.
Jawohl. Big Holes. Ich habe nur ein kleines Eck sehen, rausgangen, reingangen, geschossen. Und tschüss. Das war jetzt noch nichts. Da bringst du dich gerade um. Ich habe die Kraft jetzt erst rausgenommen. Mist. Das ist jetzt nicht gut für mich. Komm, KV1S. Und tschüss. Ah, du Sau, ich habe auch gerade abgedrückt. Ja. Ja, ich wäre auch besser. Ja. Ach, der steht hinten oben auf dem Berg, die. Ja, der steht weit oben auf dem Berg, da werde ich leider auch wohl nichts abbekommen. Das war eine eher bescheidene Runde. Naja, 400 Schaden. Ah, Schaden bin ich bei 573, aber ich wollte keine Kills abbekommen und der Schaden ist halt echt nicht viel. Ja, ich habe einen Kill. Ja. Ja, super. VK3601H gegen KV2. Wer wird da wohl gewinnen? KV2. Ah, ich habe überlebt. Das ist ja auch schon was. Ja, super. Ja, das war mir klar. Mhm. Dafür waren die anderen zu gut. Ja. War es dein Tagessieg, oder? Ne, den habe ich schon lange hinter mir, oder? Ich hoffe zumindest, dass das nicht mein Tagessieg war. Moment, ich muss gucken. Nein, den hatte ich schon. Okay. So, was habe ich denn noch so an Sechsern? Stimmt, ich habe gerade gesagt, ich habe einen neuen Sechser. Mal direkt mal ausprobieren. Ah, aber ich habe fast den Turm. So, ich muss schnell ummunitionieren. Turm reingebaut? Ja. Yep. Was habe ich denn hier für eine Gun dann drauf? 10 Gold, 3 HE, Rest normal. Annehmen. Bereit. So, was brauche ich denn jetzt noch bei dem Ding? 9.305 Funk. Dann habe ich den auch schon wieder voll ausgebaut. Das sieht nicht gut aus. Aber wenigstens komme ich nicht in 8er Matches. Das ist auch so super. Ist doch Efe, oder? Ja, Efe, Metal sagt mir nichts, aber der Spieler sieht auch sehr kompetent aus. Der T23 E3 ist auch ziemlich gut. Also da haben wir harte Gegner erwischt. Und ja, ich habe hier noch den kleinen Turm und die kleine Gun drauf. Und leider sind unsere Top-Tier-Heavies auch allesamt unerfahrene Spieler. Oder beim Amex M4 sogar nach 7.500 Matches immer noch knallrot. Spricht nicht gerade für die. So, die werden jetzt bestimmt auch wieder alle über den Berg fahren. Das Problem ist, dass der Tiger gerade schon laut Hill gerufen hat und wenn der das macht, dann ist das schon mal unpraktisch. Ja, ich werde auch da hochfahren, weil es sonst auch nichts Sinnvolles zu tun gibt. Aber... Scheiß. Ja, genau. Wenigstens 10 Humor haben sie behalten. Ja, aber jetzt fahren wirklich wieder alle Heavys nach oben. Living Train! Ja. Beim T29 und beim IMX M4 ist das nicht schlecht. Das, was dahinter kommt, ist aber eigentlich dann schon wieder unnütz. Die IS steht halt auch an einer doofen Stelle. Da hätte man auch was Besseres was machen können. Oh, naja. Wie gesagt, ich erwarte nicht, dass wir das gewinnen. Das wird wohl halt einfach... ein bisschen Schadenspunkte machen geben und das war's dann. Ich
Ich habe mal gedacht, wenn alle unnütz stehen, stelle ich mich auch wegen unnütz. Du kannst von da aus noch hochsnipern, wenn hier oben was rumdrückt. Das ist an sich gar nicht so schlecht. Hui! Ja, da an der Kante. Fuck, die IS kommt rum. Der ging nicht durch. Er hat ihn nicht mehr angekratzt. Schade, das wird so nix. Ja, und alle anderen bleiben natürlich hinten stehen. Wiedersehen. Während der Vater wischt. Ja, ich habe ihn zwar mit Gold zerballert, aber das war mir jetzt wurscht. Ich wollte jetzt nicht mehr umschalten. Das hätte ich nämlich nicht erwischt. Meine Fresse, ist diese kleine Gun hier drauf scheiße. Wen sagst du das? Euch, weil ihr mir zuhören müsst. Bin ich selber schon. Ich spiel gerade mit Metal rum. Metal den dann mal weg. Ich bin nämlich schon geplatzt. Gottchen, ich habe irgendwie fünfmal auf eine IS geschossen, nicht ein Schuss ging durch, obwohl ich teilweise schon auf die Seite vom Turm geschossen habe. Na super. Ja, das war dann sein Platoon-Kollege. Die stehen schon ja, so, dass sie sich gegenseitig decken können. Nicht weiter zurücksetzen, dann schießt er dir wieder in den Arsch. Naja, das habe ich schon gesehen. Aber jetzt steht die Su so da, dass er auf mich ballern kann. Ja, noch nicht. Das Problem sind die Tiger und sowas vor dir. Du meinst den? Ja. Achtung, Su kommt. Da kannst du mir wenigstens noch einen mitgeben, bevor es dich zerlegt. Voll doch nicht. Der Tiger 1 von da hinten. Ja. Keine Chance. Ja, wie erwartet, kriegen wir da dick auf die Fresse. Aber ich hab 2 Kills gemacht. Es gibt halt so Runden. So ein Ekel IMX habe ich rausgenommen. Zwar nur mit 70 Punkten bei dem. Aber das waren schon mehr als einige 9er Heavys gemacht haben. 9er Heavys vor allem. 7er Heavys. Bei denen steht wenigstens der T29 da, wo er hinkört. Unsere Jungs, unsere Jungs da hochgefahren sind, zum Teil auch nicht verkehrt, aber das Problem ist halt viel zu. Sie haben sich doch einfach doof angestellt, haben sich von der IS an die Seite schießen lassen. Das war halt eher unintelligent. Ah, der neue Campaign-Panzer. Ja, okay. Das ist das, was man für die Campaign. Hab ich dir doch vorhin erzählt, dass Hasi dafür 8 Stunden lang versucht hat aufzunehmen und dann so hier hingekommen ist in TS, weil er einfach nur Pech hat. So. Hast du auch den 6er der Chinesen schon? Dann komm doch mal raus und nimm den. Den will ich nicht nehmen. Doch, doch, du willst den endlich ausbauen und fertig werden. Los, ab, los, doch, du willst. Der ist scheiße. Nein, ist er nicht. Was soll ich mich denn drin setzen? Du hast, jetzt sag nicht, du hast keine weiteren 6er. Ich hab Garage aufgeräumt. Ah. Du, ja, dann nehmen wir jetzt so lange noch eine Runde 5er bis. Mann, bist du unpraktisch, Gandhi. Ich hab auch meine Garage aufgeräumt. Ich habe meine Stellplätze von 52 auf 82 erhöht. Und ich dachte schon, meine 40 werden bekloppt. Ja, aber für diesen Preis kriege ich keinen Stellplatz mehr. Ich glaube nicht mehr, dass das bis September so weit nochmal kommt. Ja, ich bin auch überlegen, ob ich da einfach nochmal ein paar mehr zu ansammel. Mal schauen. Weil ich meine 7er, meine 8er, 9er und 10er will ich dann schon ein wenig aufheben. Ja, es ist halt so ein Punkt von, bei mir ist das größte Problem die Credits. Wenn ich mehr Credits hätte, hätte ich auch immer noch viel mehr Panzer in der Garage. Ach ja, wenn man die ganze Zeit wirklich diese Panzer voll fährt und nicht irgendwelche freie Erfahrungen mit reinballert, was ich immer gemacht habe früher, dann kommt man an Geld. Ja, der Punkt ist, du kaufst dir halt momentan vor allem viele 5er, 6er und 7er Panzer. Da geht das doch, das, was ich mir zuletzt geholt habe, war 9er und 10er. Da bezahlst du halt wesentlich mehr für einen Panzer. Das erfährst du in der Zeit, in der du die XP für ihn sammelst, nicht, wenn du dich die ganze Zeit durchgehend auch noch Premium-Panzer jede zweite Runde fährst. Und da habe ich momentan nicht so wirklich Lust zu.
So. Oh, wenigstens ein Fünfer-Match. Wenigstens Jo, ist mein. du kommst mit uns über die K-Linie, dann können wir da zu dritt rumrocken und wenn, falls du das Team im Norden verliert, können wir halt wieder umdrehen und zurück zum Camp. Gut. Ich habe eine schlüssige Nachschu ich habe mit dem Panzer. Auf deinen Gu Durchfall zu gurgeln, dann verstehen wir dich auch. Oh Mann, der ist zwar dumm, aber irgendwie auch schon wieder witzig. Ich habe gestern mit diesem Panzer hier mal schnell 5 Kills gemacht nacheinander. Ja. Ich habe nämlich auf einige Tanks 4-mal schießen können, bis der auf mich nachgeladen hat. Ja, ich habe auch gehört, die T-34, Typ T-34 sollen gut sein, aber ich kam mit denen einfach nicht klar. Ich habe die gehasst. Ich habe momentan 1,9 Sekunden Nachladezeit. Ich bin bei Ich möchte. 4,2, aber ich glaube, dafür habe ich den besseren Durchschlag und auch ein bisschen mehr Schaden als du. Das kann sein. Aber wie gesagt, ich möchte nicht wissen, was das Ding dann kann, wenn ich Waffenbrüder auch noch drauf habe. 1,8, wenn du Glück hast. Okay. Das sind 2,5%, die du praktisch gesehen Bonus bekommst ungefähr. Je nachdem, wie gut was du sonst an Boni hast, weil alles über 100% gibt ja keinen linearen Bonus. Links ist ein T49 offen, den müssen wir direkt rausnehmen. Sehr schön. Wiedersehen. Da hat ein T40 auf mich geschossen, mit AP. Da Von komme ich auch da, nicht wo hin. der T49 war. Ich gucke, ob ich Der meinen ist weg. Scherenfernrohr annehme. Ja, aber der T40 steht noch dahinter und der kann wehtun. Nee, nee, der ist weg. Oh, Entschuldigung, das habe ich übersehen. Da ist gerade das Licht ausgegangen bei dem Ding. Dann lass mich hier mal Scherenfernrohr anmachen. Okay, jetzt ist er wieder da. Und jetzt ziehe ich rüber. Was, wer ist wieder da? T40. Der ging nicht durch, ist ja gut. Wo steht er denn? Da oben im Busch oder was? Jetzt ist er im Himmel. Gut. Ich ziehe mal weiter vor, um aufzudecken. Du ziehst weiter vor, ist gut. Ja, da ich gehe die Route, die gefährlich ist. Ich bin. Sag mir Bescheid, wenn du neben mir bist. Zieh ich Ich runter. werde nicht zu dir rüberkommen, aber ich bin Da jetzt hier in ist der der Mitte, da ist nächste. was. Und den hat jemand gamma-raggt. Schade, ich wollte auch noch drauf schießen. Drake, fahr mal Aber noch ich nicht hab. weiter vor. Fahr mal noch nicht weiter vor. Lass mich erst einmal hier stehen und das Scherenfernrohr anmachen. Aber ich habe ihn aufgedeckt, die Punkte können mir. Hihi. Ich So, drehe um. jetzt kannst du fahren. Fahr doch weiter. Es ist im Norden alles gestorben. Oh, nö. Ja, Drake, wir müssen zurück. Aber ich schaue noch schnell, ob da noch ein TD rumsteht. Ja, okay, so lange warte ich noch. Tilda ist ja ein bisschen schneller. Ein bisschen Weil. langsamer. Wir kommen ja schneller wieder zurück. Ich habe einen gefunden. Ja. Ist tot. Und ich auch. Vier, vier. Von was wirst du beschossen? Von wo? Ich will nicht gar nicht mehr. Ich habe nächsten gefunden. Ja, nimm raus und dann komm zurück. Da können wir jetzt nicht mehr weiter drücken. So. Wiedersehen. Ab zurück zur Basis, Drake. Wir werden da gleich Besuch bekommen. Soll ich nicht noch die West besuchen auch noch? Nee. Wir brauchen dich hier wieder. Lass den Marder das machen. Okay. Unser Keho ist zum Glück ein guter Spieler und steht da in einer guten Position. Nein, du capst jetzt garantiert nicht, Drake. Nein, ach so. Der Marder kann sich in Cap stellen, wenn er ankommt, aber wir müssen hier unsere Ich Basis hab verteidigen. verstanden, zurückkommen. Nein, er hat geschrieben Der ging Cap. nicht durch. Na. Boah, diese Gun. Nächstes weg. Ja, deswegen war ein Capfahren eine doofe Idee. Mal die KV-Einzeiten raus. Ja, da ist noch etwas im Cap drin. Duck 3B. Ich leite jetzt Gold, das wird zu doof. Sehr schön angezündet, auch wenn er schnell gelöscht hat. So, den haben wir jetzt, den Churchill.
Kann man hier mit das Haus wegballern, ist auch weg. Sehr schön. Jetzt bin ich aufgegangen. Aber jetzt ist der auch weg. Ich geh vorher mal hoch. Ah, okay. Ich hab ja noch Leben. Ja, 43 Fuck mein Sekunden Motor. Haben wir noch. Ja, ja, 43 Sekunden reichte. Der macht der 1 schießt von drüben rüber. Ich muss ein Stück zurück und zusehen, dass ich wieder zugehe. Komm mal, Tilla, jeb Yumi. Da habt ihr was. Und Schuss. Ah, ich hab verschossen. Ich ging nicht durch. Jetzt aber jetzt ging's sehr gut. Wiedersehen. Gandhi, sieh zu, dass du beim Cap ans Haus kommst. Da ist er. Ja. Ich komm. Fuck. Ah, sehr gut, ich komme mit dem Schuss dran. Ich nicht. Und jetzt fährt er eh zurück und unser Keyhole ist da drauf. Hoffentlich schafft er das. Ja! So. Jungs, jetzt müsst ihr mir einen M-Lee aufmachen, den muss ich wegkriegen. Warum musst du den wegkriegen? Weil du Krieger bist, okay. Schau mal auf meine Kills-Zahl. Ja, ja. lass uns hier wieder durchfahren. Gandhi, fahr ruhig durch die Mitte. Ich weiß leider nicht, ob der M... Wo der... Oder der war unten. Bei denen in der Basis irgendwo, oder? Der hat dort den Typ weggemacht. Den ja. Westdeutschen, ja. Ja, dann fahren wir oben rum. Vielleicht kriegst du auch die Arti, je nachdem. Im Zweifelsfall lass mich vorfahren, Drake. Ich habe immer noch mehr Lebenspunkte. Ja. Also spätestens, wenn wir nicht Bekannte sind, lass mich da vorfahren, dass ich die Schüsse fresse, auch wenn du der schnellere Panzer bist. Bei der M3L kann ich mit einem Schuss rausnehmen. Genau das. Und die Arti sowieso, aber ich habe kein Problem, dass ich dann gleich vielleicht davon recke, wenn du den Kill bekommst, dann ist das in Ordnung. Ja. Hauptsache, das wird ein Sieg, weil das wird ein schöner. Oh ja, ich bin auch bei 1008 Schaden und ich habe, glaube ich, auch gut Spotting-Damage gemacht. Ja, ich bin jetzt bei 868, 5 Kills, also... Ja, aber du wirst dafür mehr Erfahrung bekommen. Außerdem haben wir dann eine ziemlich lange Folge hinbekommen, weil diese letzte Runde sich hier ganz schön hinzieht. Ja. Ich habe leider keine Goldmuni mehr, dieses gerade alles bei der KV1 und dem Church laufen. Ja, ich habe momentan Gold durchgeladen. Ja, das habe ich gerade am Cap gemacht. Weil mir das doch wichtig genug war. Ich liebe mich auch, aber ich habe noch ein paar Schuss. Ich habe nur 7 mitgenommen. Ja, die Gunny an sich hat eigentlich einen guten Durchschlag. So, ich donner hier einfach mal runter Richtung... Da ist der das Arti-Nest. Nein, ich habe nicht bekommen. Ja, der Kiho wollte ihn natürlich auch haben. Die Frage ist, wo zur Hölle steckt der M3L? Da. Ja. Da ist er. Sieh zu, dass du über die Seite schießen kannst. Ich komm nicht hin. Das ist schlecht. Dann bin ich gleich tot. Wir sind bewegungsunfähig. Ja. Bürsten jetzt? Nö. Oh, schade. Da hätte der Kehu die Röcher überlassen können, aber naja, was soll's. Naja. Es dürfte dir ja wohl trotzdem gut Erfahrungspunkte für deine Chinesen geben. Ja. Erster, zweiter, dritter, vierter. Ja, gut. Mist. Ja, okay. Überlegensatzzeichen, zweiter Klasse und Verteidiger. Oh, ist doch cool. 1110 Erfahrung. Hätte ich einen Schuss mehr abgegeben, den der Kiho nicht reinbekommen hätte, hätte ich das Großkaliber gehabt. Meh. Aber das Ganze gibt sogar richtig schön Credits. Wobei, was war das denn? Ja, ich sag für die Folge erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Bis dann, ey. Tschüss. Ciao, ciao.